Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Let's Play Civilization 5 mit den Dänen, die sehr gläubig sind. In 21 Stunden wird uns ungefähr ein großer Prophet geboren, so hoffe ich doch. Wir reparieren unsere geplünderten Modernisierungen, hoffen, dass wir um das Kap von Ur herumkommen, aber sieht gut aus. Der Krieger erholt sich in der Hauptstadt und du spießt hier schon mal das Barbarenlager aus. Die Optik ist entdeckt, wir können wassern. Oh, dann gehst du zurück in die Landesgrenzen, um auch wassern zu können, um dir diesen Skill anzueignen. Hier ist fertig. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Was hat Priorität? Eine Straße brauchen wir nicht unbedingt. Nimm mal das zweite Silber mit. Das können wir mit unseren lieben Mitspielern tauschen. Der Kompass wäre eine Möglichkeit. Dauert aber 46 Runden. So lange möchte ich nicht unbedingt warten. Der Kalender mit den Steinwerken. Ich glaube, die Steinwerke sind benötigt. Marmor oder Stein. Haben wir wieder noch mehr Gold und Silber. Das heißt, die Währung wäre interessant, ne? Mit der Münzanstalt. Ist das die Technologie, zu der wir jetzt hinhuschen wollen? Ich glaube ja, wobei die Eisenverarbeitung mit 20 Runden natürlich auch nicht verkehrt ist. Ja, wir müssen, glaube ich, früh den Krieg führen gegen China hier im Norden. Das heißt, sobald wir dann unser Goldsäckel aufgefüllt haben, werden wir das auch machen. Dann werden wir die Militärtechnologie nehmen. Natürlich immer ein Auge darauf haben, dass wir die Marinetechnologien nicht vernachlässigen. Und wir können hier sogar vorbei huschen an Berlin. Da sind die Grenzen zum Glück noch nicht so weit ausgebaut, dass wir uns da Sorgen machen müssten. Hier sieht soweit alles gut aus. Wir haben aber die Bösewichte ja schon erspäht, die uns jetzt nicht angreifen können. Aber das ist schon Next Level, was sie hier aufbieten. Das ist natürlich blöd. Ja, mit unserem Krieger kommen wir da nicht sonderlich weit. Wenigstens haben wir einen tollen Blick darauf, was uns da erwartet. Berlin ist in einer geopolitisch unglaublich wichtigen Stelle gegründet worden. Sie trennt unseren Kontinent von diesem Subkontinent hier ab. Naja, wenigstens wissen wir, dass dort das Great Barrier Reef auf uns wartet, einen Zufriedenheitspunkt dann noch bringt. Wie sieht's hier aus? Können wir uns da gegenseitig angreifen? Nee, sie können nicht über diesen Hügel schauen, aber wir können doch über diesen Hügel schauen, nicht wahr? Ja, so ist es. Dann kommen wir da hin. Mach sie platt. Wir hoffen, dass der Speerkämpfer nicht weiß, was zu Hause los ist. Und uns deswegen da in Ruhe lässt. Genau, wir können ja nicht angegriffen werden. Das ist super, super, super. Der Krieger ist dann auch in der Lage, im 0, nichts das Barbarenlager zu entfernen. Und wenn dann halt noch ein Speerkämpfer rumhuscht, soll er rumhuschen. Kamehameha. Ich weiß es, ich glaube, ich habe mal ein ganzes Let's Play lang den Namen falsch ausgesprochen. Ein polynesischer Speer. Die Polynesier können vom ersten Tag an. Oh, sehr gut. 6 Gold pro Runde Räucherwerk. Nö. Oh, habe ich zurückgeklickt oder annehmen? Nee, zurück natürlich. Komhagen leidet den Hungertod. Da können wir was dran ändern. Okay, alles wieder raus. Nahrung. So, jetzt wachsen wir schon mal. Hier auch Nahrung. 9 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Und dann nehmen wir dich noch mit für Produktion, um dann was bauen zu können. Der große Leuchtturm. Alle militärischen Marineeinheiten erhalten plus 1 Fortbewegung und plus 1 Sicht, bringt einen kostenlosen Leuchtturm in der Stadt des Baus. Das wäre super. Dann hätten wir plus 2 Fortbewegung gegenüber den anderen Zivilisationen. Die Frage ist nur, wird der große Leuchtturm denn von anderen gebaut? Das ist eine gute Frage. Wird die Optik denn erforscht von den anderen? Auch eine gute Frage. Wir könnten in 8 Runden die plus 15% Produktion mal auf dem Wundern freischalten. Aber da wir momentan nicht. Ha. Leuchtturm dauert noch. Wir probieren es. Ich probier's. Lieber wäre es mir natürlich, wenn wir hier jetzt mehr Produktion pumpen würden. Gerade hier oben.
Ja, aber in 9 Runden können wir ja dann das Feld bewirtschaften, wenn ich dran denke. hier ist alles sauber. Da braucht der Siedler keine Sorge haben, dass da was passiert. Oh, und jetzt haben wir alle Informationen, die wir brauchen über dieses Barbarenlager. Wir werden hier noch einen Bauernhof bauen. Wir werden hier noch einen Bauernhof bauen. Wir werden... Schrein ist fertig, okay. Bringt der Kornspeicher was? Weizenbananenwild. Weizenbananenwild. Haben wir nicht... Doch. Nee. Haben wir nix. Ein Leuchtturm. Vom Leuchtturm hätten wir was. Jede durch die Stadt genutzte Quelle von Fisch bringt plus 1 Produktion. Da ihr ja 25 Runden braucht, bis dieser Leuchtturm fertig ist, gehe ich mal davon aus, dass wir dann auch diese Ressource an Fisch benutzen. Oh, und unser Angstgegner ist gerade gestorben. Da kommt zwar ein neuer, aber das ist nicht schlimm. Oh, zum Glück sind wir vor den Chinesen hier. Ja, und jetzt ist Hamburg natürlich hier im Weg. Aber wir können in Aarhus Folgendes machen. Ein Arbeitsbrot für 240 kaufen. Eine Triere kostet nur 220. Das ist interessant. Diplomatie. Wer hat Gold? Wer hat Luxusressourcen? Kamehameha hat Kupfer. Ich habe Silber. Ja, tauschen wir das lieber. Das ist, glaube ich, wichtiger als Gold. Die Zufriedenheit, wenn wir die pushen, bekommen wir früher ein goldenes Zeitalter. Hier. So, wo wollen wir unsere dritte Stadt bauen? Hier im Norden. Ja, hier wäre gut. Aber da werden wir noch früh genug eine Stadt bauen. Hier unten wird mir gar nichts angeboten, aber es liegt wohl daran, dass es hier von Barbaren wimmelt. Kann Kopenhagen diese Ressource freischalten? Nein. Eine Stadt mitten hier drin, wie wir es hier, nee, da ist 3 entfernt von Jerewan, hier, nee, hier auch nicht. Mitten in der Wüste, naja, so oder so müssen wir erstmal 1-2 vor, nächste Runde. Aarhus kann hiervon Gebrauch machen, das heißt idealerweise, ach hier ist gut, ne? Aber auch zu weit weg vom Räucherwerk. Und das Räucherwerk ist eine der wenigen Ressourcen, die wir benutzen können für unsere Zwecke. Ah, jetzt habe ich vergessen zu befördern, bevor ich angreife. Beziehungsweise übersehen, weil ich wieder zu hastig. Hier ist sicher. Ah! Ja, kommen Sie nicht vorbei. Bis zur öffentlichen Verwaltung, bis wir hier offene Grenzen vereinbaren können, ist ja kein Vorbeikommen. Ne, die... Es ist immer noch die öffentliche Verwaltung, die wir brauchen, um offene Grenzen abzubauen. Oh, was machst du jetzt? Fährst du zurück nach Kopenhagen oder was? Oder wartest du dort wirklich bis zum Ende deiner Tage? Oh, oh. Naja, ich hab's im Blick. Wir fliehen, aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Gibt es denn hier nicht noch irgendwo einen Abzwacker, den wir noch nicht erforscht haben? Nein, die Küsten sind erforscht, ja. Und hier einfach nur, um an Hamburg vorbeizukommen, bringt auch nicht wirklich viel. Soll man die Einheit auflösen? Im eigenen bringt 11 Gold. Guck mal, bis sie hier ist, dauert das 17 Runden. Bis hierhin sind es 16. Nee, später bin ich froh, dass ich sie hab. Wir lösen die Einheit nicht auf. Wo ist er hin verschwunden? Hier ist er. Minus 34, er kann hier nicht angreifen. Das heißt, du wartest... Du bleibst ja in sicherer Entfernung. Er könnte ihn ja angreifen, aber das wäre sein Todesurteil. So oder so. Alles ist ein Todesurteil. Genau. Zack. Auf die Leichen der Barbaren mit dir. So, komm, Hagen. Warten wir hier noch einen Bauernhof. Nächste Runde. In 2 Runden müssen wir dann schauen. Warte mal, es war doch eben was. Ich glaube, es war Aarhus, die gewachsen sind, ne? So ist es auch. Nee, mach das Vieh hier klar. Warte mal, wo bist du? Was machst du denn jetzt? Du gehst mit dem Siedler mit. Und der Siedler, so. Also,
Hier wird mir auch angeboten. Oh, hier hätten wir Marmor. Hormus kommt nicht bis zum Marmor. Wir kommen aber bis ans Marmor. Wir hätten Pferde. Wir hätten Stein. Wir könnten diesen Stein ja auch kaufen. Wild und Silber. Aber es ist halt schon sehr weit weg von der Hauptstadt. Hier hätten wir mit dem Weizen eine Nahrungsressource, Silber und Stein. Und nochmal Silber. Zweimal Silber, Nahrung, Stein. Dreimal Silber, dreimal Silber. Nahrung, Nahrung, Stein. Aber kein Räucherwerk. Wenn wir eine Stadt hier in der Mitte bauen würden, wäre es A, keine Küstenstadt. B, wir wären umgeben von Wüste. Wir hätten hier mit dem Vieh gut, mit dem Vieh und mit dem Weizen zwei Nahrung. Ja, und dann eben zwei Luxusressourcen und Pferde. Also hier wäre es doch nicht gar nicht mal so verkehrt. Wegen dem Räucherwerk. Das Räucherwerk ist ja das Ausschlaggebende. Möchten wir eine weitere Luxusressource haben? Wir können hier eine Stadt gründen und die wäre dann auch weit genug entfernt. Hier nochmal eine Stadt zu gründen. Ja, wir haben das Silber und hier bekommen wir das Silber. Ja. Hier oder eins weiter rüber. Wenn sie mal näher an Jerewan waren. Eins weiter. Dann können wir das Vieh von dort noch mitnehmen. Und das Vieh bringt auch viel Nahrung. Wir gehen noch eins weiter rüber. Ah, nicht die beste Stadtposition, aber im Moment fehlt es einfach an Alternativen, an guten. Wir haben die Zufriedenheit, das durchzusetzen, uns müsste bald ein großer Profit geboren werden. Kostenloses Kulturgebäude in den ersten vier Städten. Jupp. Liga. Siedler gründet die Stadt. Hat schon ein Monument. Baut einen Schrein. Und ja, plus 7 Glauben. Wir müssen jetzt ja noch viel mehr Glauben bekommen eigentlich. Du kümmerst dich. Ah, wir können noch keine Plantagen bauen, ne? Ja, naja. Da nimm noch mehr Silber mit, um das verkaufen zu können. Hier ist alles frei von Barbarenlagern, ja. Nächste Runde. Straßen hätte ich dann demnächst gerne. Wobei wir jetzt mal plus 5, ja, das ist okay. Was kostet die Triere? 220 können wir jetzt uns nicht schnell mal kaufen. Bleib in der Stadt. Achso, wir können wassern. Wir können wassern. Ja, weißt du was? Dann geh doch mal hier hoch. Oder? Doch, mehr. Ah ne, der Kalender ist echt noch nicht entdeckt. Ja. Dann nach der Mathematik bitte den Kalender. Kaufen wir uns Pferde? Brauchen wir Pferde? Nein, was wir brauchen ist hier Nahrung. Genau. Da machst du dann noch plus 1 Produktion und alle sind glücklich. Dann dauert es noch 5 Runden, bis Kaupang wächst. Und reich müssten wir eigentlich auch damit werden, mit den ganzen Luxusressourcen hier drumherum. Gibt es sonst noch ein Feld, was ich vielleicht kaufen wollte? Yeah, die erste eigene Religion. Ihr Kindentrill Egonsonismus. Ist es? Gründerglaubenssatz. Hier gibt es nichts mehr mit Wüste, ne? Plus 1 Kultur. Gold, 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 Gold. Zufriedenheit für je 2 Städte mit dieser Religion. Ist nicht allzu viel, oder? Ja, gut. Ja, man kann schon auf ja, 5 Zufriedenheit oder so kommen. 100 Gold beim ersten Übertritt dieser Stadt. Nee. Das ist kurzfristig ganz gut, aber langfristig. Ja, wobei, sagen wir mal, 10 Städte sind 1000 Gold. Plus 2 Gold pro Runde für jede Stadt mit dieser Religion. Da ist das viel. Auf die Dauer, im Long Game. Würde ich behaupten wollen. Aber andererseits ist es ja dann auch wieder nichts im Vergleich zu einer Handelsroute. Mal angenommen, du hast 10 Städte oder sagen wir 12 Städte mit dieser Religion. Hast du zum Schluss 24 Gold pro Runde für Städte mit dieser Religion. Das ist das, was ein guter Handelsweg bringt. Plus 2 Glauben pro fremder Stadt. Plus 1 Kultur je 5 Anhänger dieser Religion in anderen Zivilisationen. Haben wir auch nicht. Plus 1 Gold pro 4 Anhänger. Ist alles schlecht. Wir nehmen die Zufriedenheit, weil ich glaube, dass wir, wenn wir den Krieg führen, viel Zufriedenheit brauchen. Kauf mit Glauben, Weltwunder, Produktion, wenn die Stadt Kathedralen, Klöster, Moscheen, Gemeinschaft, Kunst,
Höhere Wachstumsraten in der Stadt mit Friedenszeiten. Ich glaube, Schwerter zu Pflugscharen ist genau das, was wir brauchen. Oder? Weltenspeisung. Schreine und Tempel bringen plus eins Nahrung in der Stadt. Ist, glaube ich, gut. Gärten bringen plus zwei Zufriedenheit. Schreine bringen plus eins Zufriedenheit. Städte mit drei Anhängern. Tempel bringen plus zwei Kultur. Amphitheater bringt Glauben, Glauben, Glauben. Plus zwei Produktion, wenn die Stadt einen Spezialisten besitzt. Das ist auch nicht verkehrt. Nee, wir brauchen Kathedralen, Klöster oder Moscheen. Die Frage ist nur, was? Weinräucherwerk. Ah, mit dem Kloster hier. Plus bei Glauben, plus bei Kultur. Aber ich habe mit Moscheen plus drei Kauben. Ja, besonders Zufriedenheit. Großes Kunstwerkplatz. Pagode hätte ich gern gehabt. Die scheint aber schon weg zu sein. Nehmen wir da die Moscheen plus drei Kauben, plus zwei Kultur, plus eine Zufriedenheit. Ist nicht verkehrt. Wir nehmen die Moscheen. Sehr gut. Religion gründen. Nächste Runde. Damit können wir ja noch mehr Glauben ausstoßen. Das bringt uns schneller zu unserem nächsten großen Propheten, der die Religion da verbessern kann. Jerewan wünscht sich eine Straße. Was eine Uhr. Ihr sollt das Territorium Polynesiens entdecken. Das kriegen wir vielleicht sogar hin, da wir jetzt erwassern können. Aber wir können trotzdem keine. Ah, Botschaft. Klar. Habe ich euch jetzt glücklich gemacht? Gilt das? Das gilt. Ja, natürlich gilt das. Sehr schön. Sind wir cool mit Uhr. Mombasa ist maritim, Hormuz ist maritim. Jerewan. Mit Jerewan geht vielleicht was. Was wollt ihr denn? Sie wollen, dass wir ein Naturwunder entdecken. Das kriegt man hin. Das ist doch gar kein Problem. Ich weiß sogar, wo eins ist. Ach, das ist ein chinesischer Speer. Und ich klick die ganze Zeit drauf und hoffe, dass jetzt sie da endlich mal sich bewegen. Wo war denn das Great Barrier Reef? Damit ich das zweite neben dran entdecken kann. Das müsste hier, nee, hier gewesen sein, ja. Wassern wir mal und wassern da neben dran. Große Mauer von den Chinesen vollendet. Sehr passend, aber schlecht für uns. Das könnte zu einem Problem werden, wenn wir schnell dorthin wollen. Währung? Wieso Währung? Wieso nicht Kalender? Weil ich die Währung zuerst angegeben habe. Die Münzanstalt ist halt super stark. Aber ich will zuerst den Kalender. Da dauert nur 4 Runden und das bringt uns eine neue. Zack, zack. Naturwunder entdeckt. Und jetzt müsste. Also, ich habe eine Jerewan glücklich sein in der nächsten Runde. Schauen wir mal, ob dem so ist. Tatsächlich, wir sind mit Jerewan verbunden bekommen. Kultur en masse. So, Kopenhagen ist gewachsen. Machen wir mal wieder Runde, in der wir schauen, was in Kopenhagen so geht. Ich verzichte auf 2 Gold und nehme dafür die Nahrung, damit es nur noch 11 Runden sind, bis wir meinen neuen Bürger bekommen. Der Leuchtturm. Der große Leuchtturm, nur noch 3 Runden. Wir haben eine Chance, einen großen Leuchtturm zu bauen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Kaupang. Was ist das Feld? In 4 Runden wirst du hier unten. Ja. Wir können halt auch das Silber kaufen. Ich glaube, wir kaufen das Silber, um es abzubauen. Um es dann mit anderen Zivilisationen zu tauschen. Um, ich glaube, diesmal Geld dafür zu nehmen. Oder geht das jetzt schon? Achso, nee, warte mal hier. Ja. Das hat ja keiner. Minus 2 plus 13. China. Wenn denn dann mit China. 13 Gold pro Runde. Oh, sie haben Zitronen. Das ist interessant. Na, dann wird sich halt doch wieder anbieten, es gegen andere Luxusressourcen zu tauschen. Ich hoffe, wir überleben hier. Aber die gewasserten Einheiten sind ja jetzt stärker geworden als früher. Und wir können sogar. Ahus haben sich geweitet. Oh! Gewürze. Ich hatte die. Beim besten Willen hatte ich die nicht auf dem Schirm. Gut, dass wir noch eine weitere Luxusressource haben. Dann haben wir ja. Oh, jojojo. Weiß ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Glück. Voriger Weg, klaro. Ha, das können wir von hier aus angreifen. Völlig overpowered. Nächste Runde. Ja, dann wird es Zeit, dass wir einen Bauarbeiter da hinschicken. Aber wir haben hier einen. Der große Leuchtturm, tatsächlich vollendet. Alle militärischen Marineeinheiten erhalten plus 1 Fortbewegung und plus 1 Sicht. Bringt kostenlosen Leuchtturm. Lehre uns. Kalender entdeckt. Ja, wenn es mal läuft, dann läuft's, ne? Geh hier in die Landeskanzel, erhol dich dort.
Dann wirst du gesund, mein Junge. Wir haben 6 Bürger. Mit der Bibliothek hätten wir plus 3 Wissenschaft. Das wäre eine Steigerung von 20%. Wäre töricht, wenn wir die Bibliothek nicht bauen würden. Wen haben wir da? Gut, dass ich dich nicht aufgelöst habe. Gut, dass ich dich nicht aufgelöst habe, weil wir in der Zwischenzeit keine weitere Triere gebaut haben. Und du hast jetzt auch den wunderbaren Bonus, dass du mehr Fortbewegung hast. So, tatsächlich, wieso kostet das Arbeitsbrot 240? Das Arbeitsbrot war da früher viel günstiger. Ich kann mich noch dran erinnern. Weizenbananen wild. Wir haben nichts davon, ne? Nix. Ich gucke trotzdem immer wieder gerne mal. So, mein Frachter. Wir bauen hier einen Frachter. Von Aarhus aus kann er vielleicht Handel mit Berlin treiben. Oh, das wäre super. Das wäre super. Da geht einiges. Peking 9, Shanghai 9, Kopenhagen 6. Naja. Bautrop. Jetzt die Frage, ne? Achso, hier, das bietet sich aber sowas von an. Es wäre in eurem Silber gegen 4 Gold pro Runde. Nein. Aber offene Grenzen gegen offene Grenzen. Nicht mal annähernd. Schade. Pech für euch. Silber gegen Zitronen vorschlagen. Nun gut. Ja, wir brauchen die Zufriedenheit. Unsere Städte wachsen, wachsen, wachsen. Wir haben ein goldenes Zeitalter. Sehr gut. Das haben wir davon, dass wir die ganze Zeit auf Zufriedenheit gehen. Erst das hier oder erst das hier? Hier bist du näher. Und die Stadt hat mehr davon. Und schneller wachsen. So, liebe... bist noch nicht so weit, ne? Du bist ein Speer, du erspähst jetzt Dinge. Geh mal hier hin. Nächste Runde. Oder nee, hier, wassern. Genau. Aarhus verlangt die Ressource Elfenbein. Mal schauen, ob jemand Elfenbein hat, mit dem wir traden können. Nee. Gut, dass Info-Addict an ist. Oh, ein neues Barbarenlager. Es wäre in eurem Lass uns zusammenarbeiten mit Deutschland. Wie ist denn... Sorgfältig prüft. Es gibt noch keine Beziehungen zwischen den Welten. Lass uns zusammenarbeiten. Im Hinblick darauf, dass ich mit dem Frachter hier Handel nach Berlin treiben will, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Aber um diesen Handel zu festigen, müssen wir uns dieses Barbarenlagers annehmen. Diesem Barbarenlager annehmen, genau. Ach krass, habt ihr das gesehen? Er ist an Land und da wird er gewassert. Wow, wir sind so overpowered. Ich nehme Nahrung für die Hauptstadt. Und da ist Kopenhagen in 2 Runden schon wieder größer geworden. Außerdem müssen wir hier noch einen weiteren Bauernhof bauen. Da geht einiges. So, wir sind jetzt in der Lage, hier auch die letzten Reste des Kontinents noch zu entdecken. Die letzten Küstenlinien. Mit Kamehamehas hier Info-Addict. Warum nicht? Aber ich weiß gar nicht, was wir davon haben. Naja, solange keiner was dagegen hat, können wir das so machen. So, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir dich kaputt? Wir haben doch Eisen, oder nicht? Haben wir die Eisenverarbeitung schon entdeckt? Nein. Du kümmerst dich um das hier. Ich will jetzt nur, warte, gibt es hier, von hier aus, Hammer, das Spiel gewonnen, auf jeden Fall. Wir greifen an, er kann nicht zurück angreifen, dann müsste hier in den Sumpf, dann würde er aber hier das verlassen, dann können wir hier rein, zack, gewonnen. Easy Game. Ja, natürlich, das ist gleich, doch, Kamehameha kann von Anfang an, Wassermühle, sehr gut, oder hängende Gärten. Plus 6 Nahrung, plus 1 Kultur, erfordert Tradition. Bietet einen kostenlosen Garten in der Stadt. Ja, wir probieren es. Hängende Gärten. Komm schon. Ja. Die Produktion hier lassen wir an. Ein Rolle bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Ich gehe davon aus, dass wir dann das oder das hier nehmen. Sehen wir dann. Ja, wir nehmen das Wachstum weiterhin. Jetzt hoffe ich mal, dass der chinesische Speer sich da nicht einmischt. Ach, wie schön ist das denn? Ach, wie cool ist das denn? Wir haben Pakal getroffen. Handel, Gewürze. Hammer bald selbst. Brauchen wir nicht. Du machst nichts?
Jetzt kommen wir natürlich nicht durch, ne? Soll man offene Grenzen ausmachen? Ich gehe nicht davon aus, dass er dafür zu haben ist. Botschaft ist okay. Ach, wir haben die öffentliche Verwaltung noch nicht. Ja. Dann gehen wir hier in den Norden. Gar kein Problem. Oh, Kakao. Gut zu wissen. Währung! Wir können Münzanstalten bauen. Gerade für Kaupunk zum Beispiel wäre das super. Oh, Petra ist bereit, gebaut zu werden. Müssen wir da, werden wir auf jeden Fall Petra nehmen. Warum? Ganz einfach. Hängende Grenzen ist zwar ganz gut, aber Petra. Plus 1 Nahrung, plus 1 Produktion für alle Wüstengeländefelder der Stadt, außer Schwemmland. Und ja, damit können wir die... Ja gut, es sind eigentlich nur 2. Nee, das erzählt er zum Beispiel auch für Wüste. Genau, das erzählt Wüste, das erzählt als Wüste und das erzählt als Wüste. Plus 1 Nahrung, plus 1 Produktion. Bringt einen extra Handelsweg und eine Karawane in Erscheiner Stadt. Plus 6 Kultur, sobald Archäologie entdeckt wurde. Die Stadt muss neben einer Wüste liegen. Ja, das ist genau unser Ding. Ich weiß, wir können hier noch andere ganz viele tolle Superfelder bewirtschaften. Er hat sich hierfür entschlossen. Ich würde sagen, wir nehmen lieber das hier, verzichten damit auf 3 Gold und 1 Produktion. Aber dafür sind wir in 7 Runden dann um 1 größer und können dieses Feld hier immer noch benutzen. Es gibt jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten, die Produktion noch weiter zu beschleunigen. Nee, müssen wir so machen. Ich gehe auch davon aus, dass wir die einzigen sind, die Petra bauen können, oder nicht? Zumindest was unseren Kontinent hier angeht. Ah, Palenque. Ja, das ist ja, die können sie auch bauen. Ich hoffe mal, dass sie es nicht machen. Oder noch nicht zur Währung gekommen sind. Fallenstellen, Steinmetzkunst, Eisenverarbeitung. Alles Technologien, die jetzt mal so im Nachhinein gebaut werden wollen. Parthenon von Bismarck vollendet. Da schau her, was hat der denn vor? Was wollen wir hier bauen? Den Kornspeicher. Mit dem Weizen bringt das einiges, die Nehmer. Wir werden hier nichts machen und weiter auf die hier einklopfen. Dann kommen wir hier hin, Tikal. Da. Geht einiges. Gut zu sehen, gut zu wissen. 13 Runden noch, bis wir hier endlich mal unseren zweiten Frachter haben. Das dauert mir alles viel zu lange. So, weiter Silber. Apropos Silber, wir haben doch hier bestimmt irgendjemanden, mit dem wir traden können. Bismarck. Was nun? Ach, wir haben all unser Silber schon unter die Leute gebracht. Interessant. Wir werden hier weiter warten. Ich kann hier noch ganz viel entdecken, wenn ich hier hingehe. Okay, nächste Runde. Krabben, interessant. So interessant ist aber auch wieder nicht. Hier die vierte Stadt gründen. Das böte sich eigentlich dann demnächst mal an. Warte mal, ich hätte diesen Kontinent ganz einfach entdecken können, wenn ich hier... Unser Spieler war hier schon so weit. Ach krass. Ha. Okay, einer benötigt Befehle. Oh. Ja gut, wenn sie sich die hier schnappen sollten, werden wir sie mit der Stadt und unserem Krieger hier zerstört bekommen. Außer sie heilen jetzt wie durch ein Wunder ganz arg dolle. Machen sie aber nicht. Okay. Da müssten wir uns eigentlich dann mit Hormus gut stellen. Der chinesische Speer ist nicht in der Lage, in der nächsten Runde hier das Barbarenlager zu zerstören. Okay. Wir bauen hier weiter die Mine. Kaupang wird doch eine ganz gute Stadt, glaube ich. Oh, und sie haben es gemacht. Das war blöd. Von ihnen. Jetzt haben wir nur das Problem. Ah, nee, haben wir nicht. Okay. Zack, wieder befreit. Ich habe gerade gemeint, jetzt haben wir das Problem, dass das Spiel ja hier das Barbarenlager zerstören kann. Kann er aber nicht. Dafür ist er zu weit weg. Felsen von Gibraltar gefunden. Wir werden immer glücklicher und glücklicher. Wenn es mal läuft, dann läuft's. Was auch läuft, ist die nächste Folge. Morgen. Barbarenlager, sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Let's Play Civilization 5 mit mir, dem Egonson. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.